Als erstes, ich muss jetzt wieder hier rübergreifen, das sind nämlich richtige Wälzer, habe ich hier König der Dornen in der 2-in-1 Edition von Tokyo Pop. Kurze Zusammenfassung, also in König der Dornen geht es darum, dass eine tödliche Krankheit ausgebrochen ist, die der Medusa-Virus, der Leute nach und nach versteinert, also dass die am Ende wirklich die Zellen des Körpers versteinern sich nach und nach und am Ende, also es ist eine tödliche Krankheit, das heißt, es gibt kein Heilmittel und eine Gruppe von erkrankten Patienten, also ich glaube 160 von denen, werden in so einen Kälteschlaf versetzt. Und der Sinn dahinter ist, dass die Wissenschaftler eben eine Heilung erst entdecken wollen und dann die Patienten damit sie wieder geheilt werden können, ebenso als Versicherung, dass hier, also das ist eine weltweite Epidemie. Und ja, am Anfang der Story ist es dann so, dass die Patienten durch Zufall irgendwie zu früh oder zu spät oder irgendwie aufwachen, ein Teil davon wacht auf und sie merken, irgendwas ist anders, nämlich alles ist von Dornenranken überwuchert, es laufen überall dinosaurierartige Wesen herum und keiner weiß, wie lange sie jetzt tatsächlich in diesem Kälteschlaf waren. Und also es ist unheimlich spannend und gefährlich natürlich jetzt. Diese fremde Welt auf einmal. Genau, wurde die Krankheit irgendwie geheilt oder sind sie jetzt irgendwie Millionen Jahre in der Zukunft? Also ganz viele Fragen stellen sich da auf. Also letztendlich sind die ja wirklich auf der Suche eigentlich, in der Hoffnung, dass noch Menschen existieren und dass auch eine Heilung gefunden wurde, aber wirklich auf der Suche eben erstmal sich aus dieser neuen Welt, eben diese ganzen Gefahren wie auch diesen Monstern sich zu retten, müssen die natürlich auch mit der Zeit kämpfen. Denn das Medusa-Syndrom, diese Krankheit, die tragen alle in sich natürlich. Genau, und das geht ja auch weiter und auch im Laufe der Zeit bleibt denen einfach nicht mehr viel Zeit zum Überleben. Genau. Auf jeden Fall auch schon sehr komplex von der Story, habt ihr schon gemerkt. Da ist viel Spannung dahinter. Und ich habe es jetzt auch zum zweiten Mal gelesen. Ich konnte es beim ersten Durchlauf nicht zu Ende lesen, dadurch, dass auch wahrscheinlich auch der Grund, warum jetzt das 2-in-1 erschienen ist, der 6. Band einfach nicht mehr erhältlich war in meiner Umgebung. Und ich finde es wirklich super spannend von der Geschichte her. Es ist auch mal was ganz anderes von der Optik. Ihr habt ja schon mal die Cover, glaube ich, leicht gesehen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall könnt ihr hier ein paar Seiten sehen. Es ist sehr schonenlastig, also sehr viele Schraffuren und auch starke, krasse Linien. Auch ein paar Farbseiten, das ist natürlich auch sehr cool. Das Tolle ist, dadurch, dass es 2-in-1 sind aber trotzdem noch die einzelnen Titelseiten mit als Farbseiten drin. Sind echt hinten drin noch. Also da wurde nichts ausgelassen, da sieht man die, genau, so sieht man es. Genau. Und das Ganze ist also, was würdest du sagen, Thriller? Ich glaube, es ist als, Mystery. Es ist als Mystery eingestuft. Ich persönlich fand, es hatte auf jeden Fall, also hört man ja schon an der Zusammenfassung, Sci-Fi auch, Sci-Fi, Thriller. Also da geht es wirklich auch ums Überleben und überall lauern Gefahren. Also da sterben Leute auch. Es ist richtig düster teilweise. Also mir hat das recht gut gefallen. Zeichnerisch, Shonen-Stil spricht mich also ziemlich an. Ich fand echt toll, dass die Hauptfigur auch, also die zwei Protagonisten sind eben ein Mädel, also eine Japanerin, schüchterne Japanerin, aber sie trägt zum Beispiel eine Brille, was auch eher ungewöhnlich ist für eine Hauptfigur. Und es geht in erster Linie auch um diese beiden, die hier auf dem Cover zu sehen sind, hier der Marco Owen und ich habe jetzt, Moment, jetzt muss ich überlegen, Kasumi, wie sie hieß. Kasumi und Marco sind die beiden, um die es sich dreht. Und das ist ja eigentlich ein recht ungewöhnliches Paar für einen Manga. Er ist ja Hacker und auch Versprecher. Der wurde wirklich ins Gefängnis gesperrt. Genau, also er ist auch Krimineller und die Leute wissen nicht, ob man ihm trauen kann. Und er ist auch so ganz anders als sie. Also sie ist schüchtern und muss sich im Laufe der Story wirklich entwickeln, um eben diese ganze Situation irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber auch wirklich in der Geschichte, da ist nicht sehr viel Zeit zum Atmen. Die müssen wirklich von Sekunde zu Sekunde ums Überleben dann bammeln. Immer neue Gefahren. Und was hier vielleicht auch noch etwas ungewohnt ist, ist wirklich das Ende. Denn das geht halt eben in eine etwas andere Richtung, wie man gedacht hätte bei den anderen 5 Bänden zuvor. Denn da hat es noch einen richtigen Schwenker in Fantasy. Und das hat eben die Frage, wie es Leuten dann gefällt. Also, wie gesagt, ich habe es schon zweimal gelesen, das Ende vorher noch nicht gesehen. Aber es hat jetzt keinen großen Abbruch getan, aber es ist vielleicht ganz gut auch zu wissen für euch, dass da etwas Unerwartetes kommt, aber es zerstört die Story nicht so viel. Mir ging es auch ähnlich. Also ich habe das Ganze als wirklich Sci-Fi-Thriller irgendwie aufgefasst und gegen Ende war das so ein bisschen
Aha, okay. Also ich muss nicht, also ich war nicht unbedingt enttäuscht, aber das hatte ich nicht erwartet. Ungewohnt einfach, Und ja. es war ungewohnt, ja. Ich fand auch, dass, was ich auch sehr schön fand, war, dass man kennt ja auch so Katastrophenfilme, wo dann irgendwie eine Gruppe von Überlebenden sich irgendwie durchschlägt, auch so von Hollywood-Filmen. Und eigentlich geht es nur darum, wann stirbt der Nächste. Und am Anfang habe ich gedacht, oh, das ist bestimmt so ein Genre. Aber als ich gelesen habe, kam es doch ganz anders. Also da waren dann Figuren, wo ich dachte, ach, der ist bestimmt nicht lang dabei. Und dann stellte sich raus, die sind bis Ende da oder so. Und das fand ich sehr erfrischend, dass es mal anders war. Und allgemein hat mir der sehr gut gefallen. Ich finde es auch sehr gut, dass eben in drei großen, dicken Bänden das dann auch abgeschlossen ist, dass man da nicht so eine Reihe im Genau, Regal stehen ja. hat. Statt den vorher 6 Bänden jetzt wirklich 3 Stück und ich meine, für insgesamt jetzt alle 30 € ungefähr, das ist ja wirklich wenig und eine gute Story, lange Unterhaltung für den Preis und Ja, da fand kann ich man gut. nichts gegen sagen. Also von uns auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die wirklich ein bisschen was gerne Spannendes lesen und Ja, wie gesagt, spannend ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja, dann hätten wir noch hier weiter einen, geht's. genau, ich halte mal Asset Town. hoch. Acid Town bei So. Carlsen erschienen. Ne? Ja. Ja, okay, nicht falsch sagen. Oh. Ja, das ist ein Beuyslaw-Titel, wobei es meiner Meinung nach nicht so ganz 100% in das typische Beuyslaw reinfällt. Nee. Es geht um, Moment, ganz Ups. kurz. Ach so, du hältst es gerade in die Kamera. Yuki, Yuki. Yuki, Ja. Yuki So. und. So viele Tetsu. Yuki und Tetsu sind halt ganz enge Freunde, die in einer ziemlich schrecklichen Stadt gemeinsam sich also ums Überleben kämpfen, mehr oder weniger. Also es gibt viele Drogen und Mafia und also richtig das Unterste vom Untersten. Das ist echt schlimme Umstände und also dieses Acid Town bezieht sich eben auf eine Gegend innerhalb oder in der Nähe der Stadt, die verseucht ist. Und die beiden schlagen sich halt durchs Leben gemeinsam und sind eben Freunde. Und der Yuki hat zum Beispiel einen kleinen Bruder, um den er sich kümmern muss, der im Krankenhaus liegt. Ja, und da passieren halt einige Dinge. Ja, nein, ich gebe mal an dich zurück, Genau. damit ich nicht alleine hier am Reden bin. Nee, Erzähl mal keine was. Sorge, ich rede gerne weiter. Ja, also wie du schon sagtest, es ist ja wirklich eigentlich kein typischer Boys Love Manga. Und ich habe auch etwas komplett anderes erwartet, als ich den Titel gelesen habe und auch eben die Genre-Klassifizierung mit Boys Love. Ich würde es auch eher als Thriller und Drama irgendwie klassifizieren. Ja. Denn also nicht Drama im Sinne von wirklich diesen romantischen, sondern wirklich eher diese dunklen Vergangenheiten und wirklich halt eben, dass auch gerade den Hauptcharakter, diesen Yuki. Yuki wieder viel halt eben So, irgendwie auch ja, aus der Vergangenheit kommt, was ihn jetzt wirklich in der ja. Gegenwart wieder Er muss sich alles. also viel mit seinen Ängsten Ja. auseinandersetzen, mit der Vergangenheit, die sehr düster ist. Also das ist ganz klar ziemlich schrecklich. Also wer zu düstere Sachen nicht mag, das ist nicht für die, denn es ist, kommt richtig hart teilweise. Ich finde echt toll, dass in dieser Story das Boys Love Element sehr natürlich eingebaut ist. Es ist also kein einziger Moment, wo man denkt so, ach, Zu was viel sind diese Gefühl und Gefühle? ja. Sondern es ist ganz natürlich. Die sind immer zusammen und der eine kümmert sich sehr um ihn und es geht halt einen Schritt weiter als das. Und ich finde, das kommt sehr natürlich rüber. Und ich finde es angenehm, auch anders, dass es eben Ja. nicht so kitschig und so ist. Und selbst, ich glaube, man sieht auch erst ab dem zweiten Band, dass da tatsächlich Boys Love Elemente sind. Also es ist Das stimmt, im nicht, ersten ist eigentlich gar nichts. ja, also man darf auch nicht erwarten, wenn jetzt jemand ein Boys Love Fan ist, dass da Fanservice viel passiert. Da ist nicht viel an Vielleicht kommt Fanservice. das noch. Das, ja, das muss man sehen, Ja. genau, aber Ja. Also ja. im zweiten Band auf jeden Fall noch nicht, aber wirklich auch für Leute, die jetzt nicht wirklich nur Boys Love mögen, sondern auch halt eben mal wirklich eine etwas Krimi-Geschichte, eben wie gesagt auch Thriller-Drama-mäßig. Die Charaktere sind sehr gut ausgeschmückt, wirklich von den ganzen Eigenschaften, wie sie agieren, ist sehr verständlich. Es ist Ja, zwar sehr meiner realistisch. Meinung nach teilweise wieder etwas zu typisch Manga übertrieben mit der Vergangenheit und auch eben Charakteren, die dann teilweise wieder ins Leben kommen. Also da waren Sachen, die ihm jetzt nicht nur gefallen hatten, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich noch weiterlesen will. Und mal gucken halt eben, wie mir der dritte Band gefällt Ja. und ob das wirklich dann alles so schlüssig ist, wie es bis jetzt erscheint. Ja, Ja. also mich interessiert vor allem, wie das sich mit der Mafia aus. Also da kommen dann richtige Bösewichter, denke ich mal, sage ich mal so grob ins Spiel, wo man sich wundert, oh, wenn die sich jetzt mit den Yakuza anlegen, wie wird das ausgehen? Also das Ja, ist, ich stehe total auf richtig depressive, düstere ja. Geschichten. Deswegen für mich war das auf jeden Fall sehr gut. Und
fand ich echt gut. Ja, das zu Acid Town. Genau, dann hast du noch einen Titel für mich. Ja, ich kram mal nach. Mhm. Und das ist hier Earl and Fairy. Auch von Tokyo Pop. Auch bei Tokyo Pop erschienen, jetzt der dritte Band, ganz neu. Mhm. Und in Earl and Fairy, jetzt ein Shoujo-Titel im Vergleich zu den anderen bisher rezensierten Sachen, geht es halt eben um Lydia. Und die ist halt eine Feendoktorin, hört sich auf jeden Fall schon mal sehr spannend an. Und die kann eben Feen sehen und auch Probleme zwischen Menschen und Feen, versucht die aus der Welt zu schaffen und dass alles in Harmonie klappt. Und auf in ihrem Leben lernt sie dann auch eben den Edgar kennen und er ist auf der Suche nach dem geheimnisvollen Schwert und er behauptet, eine Nachfahren vom Blauen Ritter zu sein. Mhm. Das Ganze spielt auch in Großbritannien, also auch eine Location, bisschen anders. Und gemeinsam gehen sie eben auf die Suche nach diesem blauen Schwert und sie entschließt sich eigentlich dabei zu sein, weil sie sicherstellen will, dass das Schwert nicht in die falschen Hände gerät. Ja, und dazu muss man auch sagen, dass die Lydia dem Earl überhaupt nicht traut am Anfang. Also er zeigt sich sehr als manipulativer Typ, der eben sich nimmt, was er mag. Und sie lässt sich also das nicht so gefallen. Mhm. Aber eben aus ihrem eigenen Willen da, eben wie du sagtest, dass das Schwert nicht in die falschen Hände gerät, entschließt sie sich mitzugehen. Und ja, also da... Also ich persönlich fand das recht interessant, denn für einen Typ, also es sieht nicht aus wie ein typischer Shoujo-Titel, also es ist nicht irgendwie tausend Blumen um die herum, sondern es ist ein bisschen subtiler so. Ja, es geht mehr wirklich um das, was sie zusammen erleben und nicht um die Gefühle zueinander unbedingt. Ja, also... Und ich meine, auch die entwickeln sich wirklich sehr, sehr langsam und da ist auch immer noch nicht klar, in welche Richtung es geht. Gerade jetzt hier mit Ende des zweiten Bandes war ja auch eigentlich diese Suche nach dem Schwert, ohne jetzt große Spoilern, aber eben abgeschlossen. Und im dritten Band geht's weiter. Also eigentlich haben sie so ihre Reise schon erlebt. Und im dritten Band geht das jetzt weiter. Und man kann eben gucken, wie es sich verändert hat. Was ich ein bisschen schade fand, war, weil ich eigentlich die Idee einer Feendoktorin ziemlich geil finde. Und da hätte man viel mehr mitmachen können. Also im ersten Band hat man gar nichts gesehen, außer halt eben, dass die Katze eben auch ein Feenwesen ist. Und kleine Brownies heißen die, dort rumhoppeln. Im zweiten Band war es dann schon etwas mehr gewesen, ja, weil man so auch mal mehr Jungfrauen gesehen hat. Es sind auch alles Sagengestalten der britischen bzw. auch irischen Mythologie. Und schottischen eben auch. Hm? Ja, genau. Ja. Und das ist schon mal sehr cool, gerade eben auch die Location anders ist für gewohnte andere Shoujo-Titel. Mhm. Aber es ist eben wirklich nicht, man darf jetzt nicht zu viel erwarten. Es ist bestimmt... für viele auch, dass sie hoffen, dass da irgendwas läuft zwischen den Charakteren. Es wird bestimmt auch noch irgendwann was laufen, aber es ist jetzt nicht nur auf diese Gefühle getrimmt. Ja, also für mich war das auch so, dass, dass der Anlauf ein bisschen gedauert hat. Mhm. Ich fand den ersten ein bisschen öde. Also sie haben sehr viel geredet und sie, ich weiß nicht, also erst im zweiten Band hat man dann wirklich dieses Fantasy-Element richtig mitbekommen und im dritten dann wieder ein Stück mehr. Also mir hat ein bisschen gefehlt, dass die Lydia irgendwie nicht so einen nützlichen Eindruck gemacht hat auf mich. Also sie hilft zwar, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl gekriegt, dass sie unersetzlich irgendwie ist. Und das hat mir gefehlt. Also als Hauptperson hätte ich mir schon gewünscht, dass sie ein bisschen mehr zu bieten hat. Andererseits fand ich wirklich doch ganz schön, dass das viel recherchiert wurde für diese Bände, glaube ich. Also dass da viel auf... also kleidungsmäßig und die Umgebung und Kutschen und sowas, fand ich recht schön auch. Man merkt zwischendurch manchmal schon, dass es aus einer japanischen Perspektive ist. Es ist klar, das kann man nie irgendwie ganz weg. Also es war so ein bisschen langsam für mich. Also mich hat es nicht überzeugt, aber ich denke mal, Leute, die den typischen Shoujo davon genug haben, also ständig Glitzer und so, denen würde das vielleicht ganz gut gefallen, weil das so ein bisschen viktorianisch und ein bisschen mehr zu lesen auch, also nicht nur Kitsch, sondern ein bisschen tiefer, so dieser Austausch zwischen den beiden ist vielleicht ganz interessant für Leute, die eben sowas mögen. Das stimmt, ja. Mhm. Ja, also auf jeden Fall, typische Shoujo-Fans können auch da, wenn sie es nicht schon in der Richtung gemacht haben, ein bisschen ihren Horizont gerne erweitern und ja, ist auf jeden Fall. Genau. Das waren unsere drei Manga-Vorstellungen für euch gewesen. Mhm. Aber wir haben ja auch heute mal wieder eine Zuschauerkritik von euch bekommen. Ja, und zwar hat der Michael Sosnick uns was eingeschickt und er gibt uns eine Rezension zu The World God Only Knows. Und den schaut ihr euch jetzt an. Den Manga, den ich euch präsentieren möchte, heißt The World God Only Knows. Der Mangaka heißt Tamaki Wakaki. In Deutschland ist er für 6,50 Euro bei Egmont Manga erhältlich. Es ist das Originalwerk und in Japan sind 2 Anime-Staffeln davon erschienen. In Deutschland sind 9 Bände erhältlich, in Japan 20. Er ist noch nicht abgeschlossen und wird noch weiterhin fortgeführt.
Zu den Eckdaten. Das Genre ist eine romantische Komödie. Setting: Gegenwart, Schule. Tags: Dämonen, Geister und zeitgenössische Fantasy. Zur Story. Die Geschichte dreht sich um den Hardcore-Dating-Simulcamer, der im Internet als Gott der Eroberung bekannt ist. Er lebt in seiner eigenen Welt und die Realität interessiert ihn überhaupt nicht. Das macht ihn aber überhaupt nichts aus und das zeigt er auch der Außenwelt. Eines Tages erhält er eine Mail, die er versehentlich als Dating-Sim-Herausforderung verstanden hat und unterschrieb damit einen Vertrag mit einer Dämonin namens Elsa. Von nun an muss er mit ihr die Herzensnischen von Mädchen schließen, um entflohene Fluchtgeister aus der Hölle zu fangen. Tut er das nicht, wird er geköpft. Aber um die Herzensnischen zu schließen, muss Kämer die Mädchen, die in der verhassten Realität existieren, erobern und sie in sich verlieben lassen. Und dabei nutzt er Techniken und seine Erfahrung aus den Dating-Sim-Spielen. Überraschenderweise stellen sie sich als überaus effektiv dar. Und alles zusammen lässt viele lustige Situationen entstehen. Zu den Besonderheiten des Manga. Er enthält sehr schöne Zeichnungen und jedes Bild macht viel Spaß, sich es anzugucken. Die Emotionen sind kräftig und schön dargestellt und der Hauptcharakter ist selbstbewusst, intelligent und weiß, was er will. Ich empfehle den Manga diejenigen, die auch The Big Bang Theory mögen. Computerspieler, Manga- und Anime-Fans und diejenigen, die mal was Neues lesen wollen, denn dieses Setting war in Deutschland so noch niemals da gewesen. Ja, super. Ganz lieben Dank für die Einsendung. Auf jeden Fall, Michael. Also toll gemacht, auch toll grafisch aufgearbeitet. Und ihr könnt auch immer noch, genauso wie auch schon die letzten drei Einsendungen, die ihr in den Sendungen gesehen habt, auch eure Einsendung noch an uns schicken. Ihr seht auch dann auf Facebook eben noch einen Post dazu und auch die E-Mail findet ihr dort, an die ihr es schicken könnt. Also schickt uns eure Manga-Rezensionen zu Titeln, die wir noch besprochen haben, die ihr gerne mal irgendwie anderen Leuten vermitteln wollt und sagt einfach, was ihr davon haltet. Ob negativ, positiv, ist euch überlassen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über eure Einsendungen und auch gerne in schriftlicher Form, was ihr von der Sendung haltet. Also alles geht auch per Post und ihr könnt auch die Adresse in den Infos auf Facebook finden.